Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground 2. So, ich habe mir gerade mal noch hier ein neues Armaturenbrett geholt. Dann gucken wir mal, ob diese Rennen hier funktionieren. Oh, warte, da liegt erst Geld auf der Straße rum, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann können wir hier, ich glaube, das zwei Driftrennen sein. Nehmen wir uns die doch mal gerade mit. Ah, ich habe tatsächlich eine Idee. Ich habe gerade eine Idee, da das ja doch immer... Na gut, mit den Rennen weiß ich nicht, ob das jetzt da noch irgendwie nachholbar ist oder so. Aber vielleicht könnte ich ja mit dem Large Address Awareness Mod was mal, dass ich einfach dem Spiel mehr RAM zuweise. Das könnte eventuell was bringen. Müssen wir gucken nach der Folge, beziehungsweise beim nächsten Absturz werde ich es dann mal machen. Je nachdem, wie lange der jetzt auf sich warten lässt. So, das war aber jetzt doch sehr locker zu machen. Fast zehnfache. Sehr gut. Ach, und dann kommen direkt die nächsten. Aber wir müssen noch ein paar Driftrennen. Die gehen ja schön schnell. Und sind auch gerade hier in der Nähe. Da. Genau. Achso, nördlich des Casinos. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon haben. Und da wäre es vielleicht sinnvoll, die aufzuheben. Naja, wir fahren ja eh durch die Gegend hier. Das werden wir nach und nach finden, denke ich mal. Hoffe ich zumindest mal. So, hören wieder. Jetzt kann ich das Event jetzt mal starten. Schauen wir mal. Wie wir dann halt weiterkommen. Ich hoffe, es bringt was. Würde mir eine ganze Menge Nachbearbeitung ersparen auf jeden Fall und auf jeden Fall... Ach Gott, bleib doch mal stehen. Und halt auch zwischendrin, das, ich meine, es dauert nicht lang, aber trotzdem dieses ständige Starten, Neuladen macht halt doch schon ein bisschen was aus. So. Weiß gar nicht, ist das jetzt schon der zweite oder dritte Anlauf hier? Also ist das schon der, das Event, was wir gerade hatten, oder das neue? Wir werden es sehen. Wenn jetzt gleich immer noch zwei Drift-Dinger da sind, dann wissen wir ja Bescheid. Obwohl, ich glaube, das die Ziel... Ja, die Zielgerade ist anders. Okay. Jetzt nicht ganz überragend, aber reicht auf jeden Fall aus. So, dann nochmal zurück. Allerdings ist leider die Zeit, die es gerade... Okay, scheint nichts gebracht zu haben. So ein Mist. Ich hatte gehofft, es bringt tatsächlich was. Gut. Mist, dann weiter Stügelarbeit oder ich wechsle einfach auf OBS. Da muss ich zumindest das nachher nicht mehr zerstügeln. So, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen rumgebastelt, ein bisschen geschaut und habe mal rausgefunden,
Dass es wohl Probleme gibt, entweder mit dem No-CD-Patch, den ich mir drauf mache, um halt nicht auch nur die CDs hier durchwechseln zu müssen, oder eben mit dem mit der Mod, weil das wohl ein bisschen Konflikte gibt, da es ja verschiedene Autos für die verschiedenen Versionen gegeben hat. Also ich habe auch nochmal nachgelesen, es, wo ich kann eigentlich schon mal mit Dings reinfahren und gucken, ob das funktioniert. Scheinbar gibt es wohl ein Problem, dass jetzt irgendwie der RXS oder irgendein Honda, glaube ich, oder ein Honda Civic irgendwie nicht drin ist. Oder das Spiel, das ist halt den halt versucht immer zu laden und dementsprechend nicht finden kann, weil der halt eben nur in der englischen, also in der amerikanischen und nicht in der europäischen Version vorhanden war. Und von daher, das scheint dann wohl diese ganzen Abstürze zu verursachen. Und die das Hängenbleiben im Ladescreen. Vielleicht dürfte das dann auch erklären, warum der halt bei den Rennen immer abgestürzt, weil dann scheinbar wohl der RSX war es, glaube ich, drin war und wahrscheinlich mehr oder weniger hardcoded war. Hoffen wir das Beste. Also mir wäre es sehr lieb, wenn das ab jetzt rundlaufen würde, ohne irgendwelche Crashes. Von daher Daumen drücken und weitermachen. Sonst muss ich halt mal wieder ein bisschen weiter suchen und gucken, ob ich halt noch irgendwelche Möglichkeiten finde, da weiter zu, oder das halt irgendwie hinzukriegen. Aber wäre schön, wenn das jetzt gefixt wäre. Auf jeden Fall war das eine für mich sehr logische Erklärung. So, wir haben Geld, das heißt, wir können eigentlich ein bisschen was in den Escalade stecken. Also was ich jetzt übrigens gemacht habe, also ich habe jetzt einfach nochmal, im Internet gibt es die Wagen halt dann als Mod zum Runterladen, dass sie halt eben auch in den entsprechenden anderen Versionen verfügbar sind. Und von da habe ich mir jetzt halt einfach mal den RSX runtergeladen, ins entsprechende Ordner hier verpackt. Hoffen mal, dass das jetzt das soweit gefixt hat, den Problem. Können Sie mal gerade testen. Immer noch einen neuen Shop. Der gerade bremsen, ja. Ein paar Bremstipps, das ist nett. So, dann gehen wir uns aber den Shop hier noch gerade mitnehmen. Hallo. Noch ein wenig Geld. Ups, falsche Taste. So, ein paar neue Karosserieteile. Was habt ihr denn da als Schönes? Noch keine Frontstoßstangen, noch keine Heckstoßstangen. Ja, die fand ich jetzt nicht so toll. Andererseits, warum nicht? Das Spoiler sind noch keine neuen, leider. Okay, also scheint zumindest mal nichts Neues zu geben hier. Ja, komm, da gehen wir uns gerade mit den neuen Spoiler hier. Ja, hat tatsächlich nichts gekostet. Kann ich jetzt einfach genau zur Garage bitte? Dann wechseln wir mal schnell. Wie viel haben wir insgesamt? 5 Stück, glaube ich. Dann könnten wir den ja noch ein bisschen tunen, wenn wir schon mal da sind. Geht ja angenehm schnell. Das falsche Taste wieder gedrückt. So. Erstmal Optik und dann die Leistung. Fangen wir mal vorne an. Was haben wir denn hier Schönes? Oh ja. So.
glaube, wir hauen mal einen raus. So viel Auswahl gibt es noch nicht mehr. Ich glaube, das war auch bei den... Bei den Geländewagen konnten wir halt allgemein nicht so unglaublich viel machen. Aber dann legen wir den jetzt mal tiefer. Da würde halt auch so ein etwas protzigeres Ding passen. Ja, und da können wir auch, glaube ich, irgendwas Dickes holen. Was haben wir denn ganz unten? Ich glaube, die Tremor hatte ich damals auch relativ häufig. Zumindest kommt mir der Name bekannt vor. Ich habe es irgendwie im Kopf, dass ich die öfter mal hatte. Obwohl, da warte ich, oder? Bei Auspuff könnten wir hier mal noch ein bisschen was reinhauen. Hast du einen? Okay. Naja, besser als nichts. So, da ist das Geld schon wieder weg. Ja, ich glaube, ich will aber doch hier dann dringend mal was an der Leistung machen. Aber gut, dann fahren wir halt nochmal hier ein Rennen. Ein Geländewagenrennen. Das Ding kommt ja echt kaum vom Fleck. Es ist zwar schön, dass man es nicht unbedingt braucht, aber... Ein bisschen mehr Leistung wäre dann doch ganz cool irgendwann. Na gut, vielleicht holen wir uns auch irgendwann... Weiß nicht, vielleicht warum sollte ich eigentlich... Eigentlich wäre es ja theoretisch sinnvoller, wenn ich da nicht so viel Geld reinpacke, sondern auf den Hammer warte, den ich mir eh noch zulegen will. Den dann zu tunen kostet ja auch noch... Obwohl, wir können die, glaube ich, verkaufen, die Wagen. Oder? Ist der eigentlich... So, auf geht's. Hallo, meine Herren, ich müsste da gleich mal los. Der legt sich mal kurz schlafen. Okay, zwei Runden, ist auch nicht unglaublich weit, okay. Ist halt jetzt in dem Fall etwas ungünstig, weil wir da nicht so viel Vorsprung rausholen können, aber ja, das dürfte reichen, wie gesagt. Die fahren ja extra langsam, netterweise. Umkippen. Mir nicht den Mr. Bean. Was war das in Setter? Da gab es ja dieses eine Dreirad, wo der Mr. Bean immer dagegen gefahren ist. Und das dann halt komischerweise umgekippt ist. Hm, vielleicht könnte ich ihn ja doch mal zum Driftrennen mitnehmen. Wo ich glaube, der ist dann tatsächlich dafür zu langsam. Irgendwann muss man ja doch ein bisschen Gas geben am Ende. Mitzuhalten. Obwohl, oder? Die machen halt dann Driftrennen mit den, Geländewagen. Was ich mir auch tatsächlich ganz witzig vorstelle. Aber meine Güte, ist das Ding lahm. Schlimm. Ja, ich glaube, ich sollte mit dem Corsa gleich noch weiterfahren und Geld holen, dass wir hier mal Leistung reinprügeln können. Obwohl das ja, glaube ich, am Anfang gar nicht so viel ausgemacht hat. Schauen wir halt mal. Aber gut, mal gucken, vielleicht kriege ich die Kurven auch noch ein bisschen besser hin gleich. Nein. Wurde ja schon gesagt, wir sollten vorher bremsen, aber das Ding hat halt so eine gewisse Masse. Ich möchte nicht unbedingt gerne stehen bleiben. Bleib. Aber gut, dann haben wir das jetzt mal geschafft. Wie
viel Punkte gibt es noch dafür? Oh, sogar 300. Das ist nett. So, da unten wäre noch das nächste. Ja, und da fährt jetzt tatsächlich dann eben auch ein Geländewagen rum, mit dem wir uns Rennen liefern könnten, aber das lasse ich halt erstmal. Ja, ich hätte noch eins weiterfahren können. Ja, ich glaube, das fahre ich gerade mal noch. Dann wechseln wir wieder auf den Corsa. Aber ich habe den Eindruck, es hat echt was gebracht. Na gut. Tag nicht vor dem Arbeiten, vor dem Abend. Den Tag nicht vor der Arbeit rum. Ich hatte ja schon mal die Gedanken, oder hat es ja schon mal gedacht, dass ich es jetzt einigermaßen erledigt habe. Oder hingekriegt habe, und das hat sich dann leider als nichtig erwiesen. Naja, schauen wir mal, wie der Kurs hier so sich fahren lässt. Hier gibt es ja eine. Na gut, wenn ich die Abkürzung mitgenommen hätte, hätten wir auch eine schöne Abkürzung gehabt. Vielleicht bei der zweiten Runde mal eher drauf achten. Aber, na gut. Die Kollegen denken da aber auch gerade nicht dran, die mitzunehmen. Wahrscheinlich müssen wir durch irgendein Tor durchbrechen oder so. Können wir gleich mal gucken, aber auch ein bisschen mehr Vorsprung. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Einmal hier rum bitte. Ja, fast galant. Ding ist halt auch eine ganze Menge Zeit gekostet. Ist aber auch keine so schöne Kurve. Aber dafür soll es euch ja auch ein bisschen verlangsamen da hinten. Wohl nicht so wirklich. Hm. Ah, jetzt können wir wieder. Jetzt sind sie unten an der Ecke. Alles klar. So, dann haben wir auch gleich die erste Runde schon geschafft. Angenehm wenig Kurven hier hinten dann. Ja, kriegen wir das hin? Ja. Jetzt mal aufs Gas drauf tippen und dann haben wir da auch ohne Probleme durch und ohne anzuecken. So, Runde Nummer 1. Dann gucken wir, ob ich jetzt vielleicht den Eingang zu dieser Abkürzung finde. Die macht ja doch ein bisschen was aus. So, jetzt erstmal rechts halten. Ah ja, hier. Stimmt, das Gewächshaus. Witzig, dass da so ein paar Erinnerungen immer noch jetzt rankommen. Jetzt, wo ich sehe, kann ich mich auch wieder dran erinnern. Cool. Jetzt haben wir auch die Ecke etwas besser gekriegt. So, wie es da hinten dann aussieht. Früh genug runterbremsen. Hier die Ecke mitnehmen. Jawohl. Ein bisschen zu viel Geschwindigkeit verloren, aber hey. Dafür kommen wir jetzt hier durch, ohne irgendwo hinzufahren. Wenn auch sehr, sehr langsam. Gibt halt noch ein paar Bonuspunkte für sauberen Abschnitt. Ja, Nitro. Nitro wäre halt auch. Können wir uns schon Nitro kaufen? Müssen wir tatsächlich mal nachschauen. Da schon was machbar ist. Ja, auf jeden Fall interessant. So, aber dann bringen wir erstmal die Tour hier nach Hause. Juhu! Ein Flugzeug. Halbe Minute Vorsprung, so lobe ich mir das. So, und dann
Ja, würde ich jetzt eigentlich mal sagen, mit Blick auf die Uhr, auch hier die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, werde jetzt den Wagen nochmal wechseln, dann fahren wir gleich mit dem Corsa nochmal ein bisschen weiter. Gucken, dass wir noch mehr Geld kriegen, dass wir hier mal ein bisschen Leistung reinhauen können. Da noch ein bisschen was rausholen, aber erst noch ein paar Rennen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.